geben. Zerlatscht ihn. Ja, servus Leute. Ich habe einen langen Tag an der IAA in München hinter mir, habe also viele Eindrücke gesammelt und ein Eindruck, den ich von der IAA Mobility in München sammeln konnte, ist, dass man sich deutlich besser auf Elektromobilität eingestellt hat, als das noch bei der IAA in Frankfurt der Fall war. Und da haben wir auch den Grund, warum ich das denke. Wir haben hier also zwei Typ 2 Wallboxen und auf der Rückseite finden wir auch nochmal zwei Typ 2 Wallboxen. Und wenn man jetzt mal hier durchs Parkhaus entsprechend schaut, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass hier nicht nur ein Mach-E steht, sondern diese Reihe der Wallboxen sich komplett durchzieht. Im Parkhaus der IAA München 80 Ladeplätze für Elektroautos und Plug-in-Hybride Typ 2. Und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zur IAA. Die hatte, glaube ich, 7 Stück. Man musste sie vorreservieren. Und hier sind sogar, na gut, es sind jetzt schon ein paar Journalisten sicherlich wieder abgereist, aber hier sind auch immer noch Plätze frei. Ja, angekommen auf der IAA und schon der erste Grund, sich aufzuregen. Es gibt zwar Ladesäulen, aber die sind alle reserviert. Ja, und hier haben wir dann auch das Drama. Alle Ladesäulen leer. Man darf hier aber nicht laden, denn alle Ladesäulen sind reserviert. Ob da jemand kommt oder nicht, keine Ahnung. Unfassbar. Also mit dem Elektroauto braucht man nicht auf die IAA zu kommen. Also schon mal als Hinweis für euch, wenn ihr laden wollt, bloß nicht im Parkhaus der IAA. Gibt keine Möglichkeit. Und was natürlich auch super ist, das Ganze ist unmissverständlich gekennzeichnet. Blau markiert und ein Elektroauto als Symbol. Also wer da mit seinem Verbrenner sich hinstellt und sagt, ich hab's nicht gewusst, ja. Da kann man wohl sagen, der hat's ganz bewusst gemacht. Das kann man nicht verwechseln mit einem normalen Verbrennerparkplatz. Und wir schauen jetzt mal, welchen Ladestand mein Pony erreicht hat. So, und hier steht auch das Pony. Und es hat zumindest an der Ladesäule genuckelt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es immer noch nuckelt. Nein. Also ich bin hier mit irgendwas mit Mitte 20 angekommen. Heute Morgen um 8:30. Wir sehen aber, der Akku scheint voll zu sein. Mal sehen, was die Ladesäule sagt. Heute Morgen hat sie, glaube ich, irgendwas mit 14 oder 15 Kilowattstunden angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er entsprechend geladen. Ich kann also jetzt nochmal auf der App nachschauen, ob das so ist. Und ihr seht, auch die App von meinem Pony zeigt mir an, auf 100% geladen. So muss das sein. Und das Schöne daran, es kostet dann nicht mal was. Wobei, ich habe ganz rechts geparkt und der e-tron neben mir hat es geschafft, trotzdem auch wieder, ja, zumindest sich dann die Linie ranzufahren. Und ich zeige euch nochmal, wie ich stehe. Ich habe mich extra dicht an die Wand gestellt, wo kein Parkplatz mehr ist, um genug Platz nach links weg zu haben, weil hier stehen mehrere Autos so oder noch schlimmer als der e-tron. Das geht ja noch, er ist ja noch halbwegs in seinem Parkbereich, aber es gibt manche Menschen, die einfach meinen, die weißen Linien, die seien nur zum Spaß hier. Wie gesagt, ich habe auch daneben geparkt, klar. Aber hier rechts ist kein Parkplatz mehr. Da stört man also niemanden. Und das habe ich, wie gesagt, ganz bewusst gemacht, denn wenn auch jemand an der Klappe hier hängen bleibt, dann gibt das eine Delle im Kotflügel. Und wir sehen hier keine Delle, es ist niemand hängen geblieben. Das ist also mein Dellenschutz im Moment beim Mustang Mach-E. Gut, aber da der vollgeladen ist, können wir hier auch abstecken. Kabel entsprechend zusammenrollen. Na, komm raus. Ey, das sitzt aber stramm nach unten. So, dann die Klappe zu und Kabel noch aus der Wallbox, das hätten wir dann, wunderbar. So, dann einmal Frunk auf und das fertig zusammengerollte Kabel einmal da rein. So, sehr schön, wunderbar, das ist verstaut. Meinen Schutz mache ich auch nochmal mit dazu, auch da mit rein und dann können wir die Klappe schon wieder zumachen. Sehr schön. Abfahrt. Ja, und sowas macht den geneigten Elektroautofahrer natürlich glücklich. Mein Auto ist voll. Es war problemlos freischaltbar, wobei man sagen muss, hier hätte jede RFID-Karte funktioniert, denn es ist aktuell kostenlos hier zu laden. Ich weiß nicht, ob es dann auch für den öffentlichen Bereich noch kostenlos bleibt. Ich glaube aber schon. Bin mir aber nicht sicher, nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall gibt es hier die Möglichkeit, das Elektroauto während eines Besuches in Ruhe voll zu laden. Das finde ich richtig gut. Man kann hier parken, man kann laden. So soll das auf einer Messe sein. Dafür gibt es einen Daumen hoch von mir für die IAA München.
deutlich besser gelöst als bei der IAA Frankfurt. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.